Seit 20 Jahren ist Frank Hering Vorsitzender vom Tanzsportclub Silberpfeil. Gemeinsam haben Verein und Mitglieder Höhen und Tiefen erlebt. Zurzeit befindet sich der Verein im Umbruch. Die größte Aufgabe, der Umzug. Denn die Heimstätte im Clubhaus Hanno gehört der Vergangenheit an. Da tut das Herz schon weh, weil wenn man seit Anfang der 90er Jahre hier war, dann diesen Umbau anderthalb Jahre gemacht hat und dann so einen Saal hat, der ja von Montag bis Sonntag genutzt wurde, von fast dann 400 Mitgliedern, die sich hier wohlgefühlt haben, dann tut es schon weh. Bilder aus bewegten Zeiten. Seit 1993 war der Tanzsportclub Silberpfeil im Hanno zu Hause. Der große Saal wurde mit viel Eigenleistung hergerichtet. Die Mitglieder fühlten sich mit dem Haus verbunden. Doch jetzt wurde ein Umzug nötig. Das Objekt soll verkauft werden, der Verein musste weichen. Gemeinsam mit der Stadt Pirna wurde ein neuer Ort für den TSC Silberpfeil gesucht. Seit dem 1. Januar diesen Jahres findet man Pirnas Tänzer in der schicken neuen Pestalozzi-Oberschule. Ja, wenn man sich den Tanzsaal anguckt mit der Bühne im Hintergrund, kann man natürlich wieder, was die kleinen Geschichten sind, Kinderweihnachtsfeier natürlich dann hier machen. Ja. Das war immer mit dem Einmieten in der Herderhalle, wo andere Vereine sind, denen man dann die Zeiten nimmt. Hier ist es so, dass man da sagen kann, okay, wunderbar, Schutz drauf und wir machen was hier. Oder kleine Turniere für die kleinen Mäuse, Bambinis, wie sie alle heißen. Rund 310 Mitglieder zählt der TSC Silberpfeil gegenwärtig, deutlich weniger als noch vor Jahren. Ja, es ist eine Entwicklung allgemein, aber das letzte Jahr hat dann schon doch ganz schön Nein gehauen. Fräulein Corona hat ihr Übriges getan, sicherlich durch den ganzen Trainingsausfall. Und ja, wir haben unser Möglichstes oben getan, das alles in Schuss zu halten. Ich denke mal aber, wenn wir dann hier sind und irgendwann rein dürfen, dann werden wir uns auch wieder mitgliedermäßig erholen. Da bin ich auch ganz fest überzeugt davon. Denn ich habe wunderbare Trainer, wir haben wunderbare Möglichkeiten und dann sollten auch die Mitglieder wiederkommen. Dem TSC Silberpfeil geht es wie fast allen anderen Vereinen der Stadt. Seit Monaten ruht der Freizeit- und Breitensport. Bereits im vergangenen Jahr, beim ersten Lockdown, musste die Traditionsveranstaltung Pirna tanzt abgesagt werden. Viele weitere Turniere folgten. Für 2021 plant der Vereinschef mehrgleisig. Wir haben zwei Termine, März und April, aber ich denke mal, dass es in die Richtung geht, in Herbst rein. Denn die Auflagen sind ja doch zu groß und wenn man sich erholen will, was immer gesagt wird, dann sollte man die Zeit noch lassen. Und wenn es denn sein könnte, dass wir dann im September vielleicht eine Landesmeisterschaft nach Pirna holen als TSC Silberpfeil, dann wird man das natürlich als Pirna tanzt, was im Frühjahr stattgefunden hätte, dann dort im Herbst machen. Zunächst aber hoffen Frank Hering und seine Mitstreiter auf baldige Lockerungen der Corona-Einschränkungen. Schließlich möchte der neue Tanzsaal endlich von seinen Mitgliedern in Beschlag genommen werden.